Ja, Gastident ist heute unser Thema hier in Goslar. Es geht darum, dass es ein Verfahren gibt. Die Goslar Marketinggesellschaft hat das entwickelt und angeboten hier für die ganzen Restaurants, Bars und Kaffeehäuser, dass man die ganze Zettelwirtschaft künftig vergessen kann, wenn es darum geht, sich in Corona-Zeiten zu authentisieren. Und man ist dann beim nächsten Mal automatisch wieder eingeloggt. Das ist ein schönes Verfahren, aber wir wissen noch nicht so genau, wie es funktioniert. Und deswegen haben wir gedacht, wir probieren das heute einfach mal aus. Jetzt sind wir hier im Wildfang, die Namen kann ich nennen, wir gehen ja noch an andere Stelle. Es geht im Übrigen auch nicht nur um Gastronomie, sondern es geht auch noch um die Museen und so weiter. Und wir wollen es einfach mal testen. Und ich habe jetzt mal mein Handy mitgebracht und ich versuche das jetzt einfach mal. Und ich hoffe, dass das hier mit dem Mikrofon auch zusammen geht. Und dann gehe ich mal hier auf den QR-Code und schon meldet sich bei mir Gastident. Und das öffne ich jetzt einfach mal an meinem Handy. So sieht das aus. Ich würde jetzt mal sagen, ich akzeptiere das Ganze und jetzt muss ich das hier eintragen und da wird nach meinem Vornamen gefragt, nach meinem Nachnamen gefragt, nach der Straße gefragt, Postleitzahl, Stadt, E-Mail-Adresse und Telefonnummer und dann kann ich mich schon einchecken. Das würde ich jetzt alles einfach mal probeweise versuchen. Ja, ich habe jetzt mal meine ganzen Daten hier eingegeben und siehe da, das System meldet mir, Sie sind eingecheckt und jetzt kann das weitergehen. Hier kann ich noch weitere Personen einchecken und ich kann auch wieder auschecken. Und soweit ich weiß, muss ich gar nicht unbedingt auschecken. Wenn ich es vergessen habe, checkt mich das System nach 2 Stunden automatisch wieder aus. Und beim nächsten Besuch kann ich mich automatisch wieder einchecken und muss nicht nochmal alles neu ausfüllen. Das wäre das ganze Geheimnis und dann kann man sich einfach hinsetzen und kann sich bei heißem Wetter, vielleicht Mineralwasser, ansonsten auch mal einen Espresso genehmigen. Ich habe hier bei mir Alexander Schaff, der Regie führt über verschiedenste Lokale in Goslar und ich wollte ihn einfach mal fragen, sind Sie zufrieden mit der Lösung statt Zettelwirtschaft jetzt diese Möglichkeit, das mit dem Handy zu machen? Ja, ganz besonders dahingehend, dass wir noch relativ lange mit dieser Dokumentationspflicht rechnen müssen, ist es eine enorme Erleichterung, das jetzt digital umsetzen zu können. So eine starke, starke Anwendung, die nutzen wir gerne. Jetzt ist das ja das Ganze noch ganz frisch, auch bei Ihnen. Haben Sie schon Erfahrung? Können Sie schon Feedback geben bei der Sache? Ja, das ist relativ leicht umsetzbar, besonders, dass man auch automatisch nach einer gewissen Zeit wieder ausgelockt wird, dass dann quasi auch die Nacharbeitungspflicht des Gastes gar nicht mehr da ist. Das, was bei uns auch sehr aufwendig ist, ist nämlich, dass das Kontrollieren der Endzeiten bei den Zetteln, das wird gern übersehen und das müssen wir dann händisch auch machen, nachdem der Gast dann kassiert. Das fällt alles weg. Das finden wir also sehr praktisch. Gab es jetzt schon Nachfragen nach der ganzen Sache, wenn es noch so frisch ist, also von Kundenseite? Nö, das System ist absolut selbsterklärend und jeder, der in der Nutzung eines Smartphones geübt ist, kommt mit Spielen zurecht. Besonders bei den iPhones ist es ja so, dass der QR-Code-Reader ja in der Kamera integriert ist, das ist ja noch viel, viel einfacher dann. Neue technische Lösung, wenn wir jetzt schon dabei sind, wollte ich Ihnen aber auch nochmal eine Frage zum Geschäftsverlauf schicken. Sie haben ja mehrere Lokale hier in Goslar und die Corona-Zeit war eine bittere Zeit zu Beginn mit dem Lockdown. Jetzt haben wir schönes Wetter und die Gäste strömen wieder. Wie macht sich das bei Ihnen bemerkbar? Naja, unterschiedlich. Wir haben, wenn wir vom guten Wetter reden, auf die Gastronomien mit den Außenflächen, da haben wir natürlich ganz klar Vorteile gegenüber denen, die keine Terrassenflächen haben und möglicherweise auch nicht so sehr an den Touristenströmen sind. Also im Schiefer ist es sogar relativ krass, was die touristische Entwicklung angeht. Hier ist es auch okay, im Timms, da haben wir natürlich wenig Außenflächen, da spüren wir das noch sehr deutlich, weil natürlich in den Innenflächen auch die Begrenzungen durch die Abstandsregeln sehr, sehr stark sind. Können wir mal, Herr Schaff, eine Prognose wagen, wie das fürs Jahresende aussieht? Ich postuliere mal, ein Minus wird bleiben in diesem heftigen Corona-Jahr. Wie stark wird es ausfallen? Naja, ich gehe mal davon aus, dass wir in Goslar also relativ viel Schweine haben, was die Lage angeht, im Gegensatz zu großstädtischen Destinationen, die auch mehr von einer Geschäftsreisetätigkeit abhängig sind und nicht so sehr vom Tourismus. Jetzt
ob wir jetzt davon reden können, dass wir Umsätze gut machen, also verlorenen Boden wieder gut machen, das wage ich zu bezweifeln. Wir vergrößern das Defizit oder das Umsatzdefizit gerade nicht. Wir schielen natürlich alles ein bisschen auf die Zeit, wenn das schöne Wetter nachlässt. Was ist denn dann? Nicht? Und wenn wir dann darauf angewiesen sind, mit verkleinerten Innenflächen zu leben, da brauchen wir noch irgendeine gescheite Lösung. Aber grundsätzlich entwickelt sich das gerade relativ positiv, das muss man schon sagen. Ja. Noch eine Nachfrage. Alle zittern ja, ob es möglicherweise noch einen Lockdown geben könnte, weil die Menschen etwas sorgloser geworden sind im Umgang mit den Hygiene- und Abstandsregelungen. Erstens, merken Sie das auch? Und zweitens, was wäre die Folge? Und drittens, was empfehlen Sie den Menschen? Ja, eine zweite Welle wäre eine Katastrophe. Also ich persönlich glaube nicht, dass das eine zweite Welle kommen wird. Ich glaube, dass es eher so sein wird wie so eine Art Ziehharmonika, dass mal ein Infektionsgeschehen sich ausbreiten wird, dass man wieder eindämmen wird müssen. Vielleicht auch mal mit einer kurzfristigen lokalen Schließung von Betrieben. Vielleicht ist das möglich, dass das passieren wird. Das gilt natürlich zu verhindern. Insofern kann ich nur appellieren, ganz besonders an meine Kollegen, tatsächlich die Hygiene-, Abstands-, Maskenpflichten zu befolgen und dafür zu sorgen, dass es eben nicht passiert. Ich meine, wir haben es ja selber in der Hand. Und natürlich ist es unbequem, Masken zu tragen, ist unbequem, auf Plätze zu verzichten, aber lieber auf Plätze zu verzichten, als ganz schließen zu müssen. Das in jedem Fall. Vielen Dank. Zweite Station, wir wollten natürlich ausprobieren, wie das mit Gastident hier auch im Museum in Goslar aussieht. Und viele Leute gehen ja ins Museum und das Smartphone kann dann eine gute Alternative sein, damit man die Zettelwirtschaft vergessen kann. Und ich will es ja auch hier mal ausprobieren. Und da ich hier nicht ohne Maske reingehen darf, habe ich die Maske natürlich aufgezogen. Und ich würde das jetzt mal probieren. Ich hoffe, dass das funktioniert. Kamera an. Ich gehe auf den QR-Code und schon Gastident, ich öffne das jetzt. Was passiert? Eingecheckt. Ist der Hammer. Also ich glaube, die GMG hat das gut gelöst. Ich bin jedenfalls sehr beeindruckt und sehr zufrieden. Und jetzt gucken wir mal, wie das hier so im Museum weiterläuft. So, jetzt sind wir nach draußen gegangen, damit wir uns unserer Masken entledigen können. Und ich habe mit mir dabei Katharina Dragonat, Mitarbeiterin des Museums. Und ich wollte Sie kurz fragen, wie denn Ihre Erfahrungen sind mit der neuen Gastident-Lösung. Frau Dragonat, wie sieht das aus? Wer nutzt das und wird es schon viel genutzt? Ja, das wird sehr gut angenommen. Viele Gäste sind sehr zufrieden, dass sie nicht mehr schreiben müssen, sondern eben diese elektronische Möglichkeit gefunden haben, das umzusetzen. Also es wird sehr gut angenommen. Gab es denn schon mal ein Feedback, wo die Leute gesagt haben, Mensch, cool, ich kann jetzt mein Smartphone nehmen, oder die damit nicht zurechtkamen möglicherweise und sie gefragt haben, wie funktioniert das eigentlich alles? Es wird immer wieder mal gefragt, wie das funktioniert. Für einige Gäste ist das neu, vielleicht auch ja, für ältere Gäste auch, aber auch sie kommen damit meistens sehr gut klar, und das ist ja auch nicht kompliziert. Wenn man das einmal gemacht hat und weiß, wie das geht, dann ist das ganz einfach. Ich habe es ja jetzt gemerkt, ich habe es auch hinbekommen und es hat beim zweiten Mal wunderbar schon automatisch funktioniert. Wenn wir jetzt schon im Museum sind, Frau Dragonat, wollte ich natürlich nochmal fragen, es sind ja keine einfachen Zeiten. Sie hatten eine lange Zeit zu hier im Museum, wie alle Museen in Deutschland, und jetzt haben wir dann doch wieder viele Gäste, weil viele Urlaub in Deutschland machen. Wie sieht das in den Museen aus und wie sieht es natürlich speziell im Goslarer Museum aus? Wie sind die Besucherzahlen? Ja, die Besucherzahlen sind sehr, sehr gut und ja, auch eigentlich bei jeder Temperatur. Jetzt bei der Hitze ist es ein bisschen unterschiedlich. Da war letzte Woche sehr wenig los. Heute wird es sehr gut angenommen. Am Wochenende natürlich auch immer mehr. Aber auch nach Corona wird es sehr gut angenommen. Wahrscheinlich auch, weil sehr viele Touristen im Moment in der Stadt Goslar sind. Vielen Dank.